Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir ein neues Spielzeug und zwar eine Aqualino Handgranate. Die kann man auch als Softair-Handgranate benutzen. Wir werden die heute auf jeden Fall mit Aqualinos testen und auch mit Softair-Kugeln. Mal schauen, was besser funktioniert. Ich habe mir hier auf jeden Fall ein paar Aqualinos im Teddy gekauft dieses Mal. Die sind ganz klein, ich glaube, die passen rein. Die sind etwas größer, ich glaube, die passen leider nicht rein. Aber mit dem werde ich irgendwas anderes anstellen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber irgendwas wird mir sicherlich einfallen. Und wir werden uns auf jeden Fall auch noch anschauen, was für ein Mechanismus die Granate hat, also wie die funktioniert. Aber bevor wir das tun, gehen erstmal liebe Grüße raus und zwar an Wüstenrot, XD Terrorcrafter und Fischdose 1. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, Freunde, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr solcher kleinen Spielzeuge sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da, schreibt mir einfach eure Vorschläge in die Kommentare und wir schauen uns das Ding jetzt erstmal genauer an. Die Aqualino-Granate habe ich übrigens bei Amazon bestellt, hat knapp 20 Euro gekostet. Link dazu ist in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Und jetzt gucken wir uns das Ding erstmal genauer an. Also, die hat hier so einen Splint, wie eine echte Handgranate auch. Und solange dieser Splint drin ist, kann das Ding auf jeden Fall nicht auslösen. Da kann nichts passieren. Wir müssen den ziehen, dann ist die jetzt scharf. Und wenn man die jetzt irgendwo hinwirft und die kommt irgendwo auf, passiert Folgendes. Ich zeige euch das mal. Einfach so, bam. Okay, das geht mit der Hand gar nicht so gut, aber dann springt das auf jeden Fall hier so auf, die eine Seite, ja so. Dann springt das auf jeden Fall hier so auf, wenn das irgendwo aufkommt und die ganzen Aqualinos oder Softair-Kugeln fliegen dann in alle Richtungen. Die Aqualinos werden dann einfach mit Hilfe von diesen Löffeln, nenne ich das hier mal, durch die Gegend geschleudert. Die liegen nämlich eigentlich hier drin und die Löffel sind hier mit so einer Feder gespannt und wenn das Ding halt auslöst, knallt das einfach nach oben und die Aqualinos oder Softair-Kugeln fliegen hier durch die drei Löffel in alle Richtungen. Und das Ganze wird hier ganz einfach gespannt. Man macht das hier runter, auf der anderen Seite auch noch und dann muss man hier dieses äußere Teil da reindrücken, richtig fest reindrücken. Dann auf der anderen Seite hier auch noch und auf der Seite auch noch und den Hebel muss man hier noch nach oben machen, sonst geht das hier natürlich nicht. Und dann drückt man das alles fest rein. Dann ist das auf jeden Fall wieder drin, löst jetzt wieder aus, wenn das irgendwo aufschlägt. Splint stecken wir aber erstmal rein, dass das ja gesichert ist und nicht mehr auslösen kann. Und um das Ganze jetzt zu befüllen, kann man hier unten die Öffnung aufmachen. Und da seht ihr drei Löcher, jeweils für die drei Kammern. Da kommen die Aqualinos dann eben sozusagen auf die Löffel drauf und dann ist sie wieder scharf. Ich würde mal sagen, wir befüllen die jetzt erstmal mit ein paar Aqualinos. Und ich hoffe, diese kleinen hier, die passen da rein, aber die sollten eigentlich reinpassen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Und jawohl, die gehen rein. Richtig gut. Ich habe mir schon echt Sorgen gemacht, dass die vielleicht auch zu groß sind, aber nein, die passen rein. Okay, Freunde, ich befülle das Ganze jetzt hier mit den kleinen Wasserkügelchen und dann werden wir rausgehen und die Granate erstmal testen. Also der Mechanismus, der ist echt mega simpel. Das wird da einfach geschleudert und ich bin mal gespannt, wie die Aufnahmen werden. Wir werden auch schöne Slow-Motion-Aufnahmen machen und wir sehen uns draußen. Bis gleich. Oh, wen haben wir denn da? Wir haben auf jeden Fall einen Spion, einen Beobachter, der ist da hinten in Sicherheit, beobachtet uns aus der sicheren Entfernung. Geh ja weg. Oh, das war eine gute Entscheidung. Tschüss. Okay, machen wir den ersten Testversuch. Die Blätter da unten sind mein Ziel. Wir ziehen den Splint und werfen das Ding. Ja, der Testversuch war ganz in Ordnung, aber ich denke mal, wir kriegen noch eine bessere Aufnahme hin. Bauen wir das Teil wieder kurz zusammen. Das geht wirklich sehr, sehr einfach. Zack, zack, dann noch die andere Seite hier. Zack, einmal richtig fest drücken. Dann ist das auf jeden Fall wieder zusammen. Und dann schieben wir noch zur Sicherheit hier direkt den Splint rein. Das war's auch schon. Und übrigens ist mir aufgefallen, dass die Aqualino-Granate ist wirklich sehr, sehr einfach zu befüllen. Man nimmt die Aqualinos, kippt die hier einfach rein und die verteilen sich automatisch und wenn da mal was stecken bleibt, einfach kurz schütteln, das ist gar kein Problem.
Also es ist wirklich viel einfacher, als jedes Mal hier die einzelnen Kugeln da reinzustecken. Und mit den Softair-Kugeln, die sind ja noch etwas kleiner. Ich glaube, da funktioniert das Einfüllen noch einfacher. Da kann man wirklich einfach reinkippen. Ohne Bedenken. So, das Teil ist wieder voll. Wir stecken den Deckel hier da drauf. Deckel, willst du drauf oder willst du heute nicht drauf? Okay, er will heute drauf. So, dann noch zumachen. Und jetzt kommen wir zum Versuch Nummer 2. Let's go! Was ich jetzt machen werde, ist erstmal den Splint hier ziehen und dann werde ich jetzt einfach so senkrecht runterfallen lassen, damit die richtig schön aufgeht und wir eine richtig gute Aufnahme hinbekommen. Let's go! Fire in the hole! Bam! Die Aqualino-Granate ist wieder scharf und Freunde, ihr wisst, wie es ist. Alle guten Dinge sind drei, deswegen noch ein dritter Versuch. Und jetzt sprengen wir einfach alles in die Luft. Hoppala. Let's go. Hoho. Okay, noch ein einziges Mal. Ich will eine richtig geile Slow-Motion-Aufnahme haben. Oh ja, genau so eine Aufnahme wollte ich haben. Die Granate ist gerade aufgekommen. Man konnte sehr schön sehen, wie sie ihre volle Wirkung entfaltet. Und die Aqualinos sind auf jeden Fall in alle Richtungen geflogen. Ich würde mal sagen, die fliegen ungefähr 3, 4, maximal 5 Meter weit. Also die werden echt besser weggeschleudert, als ich gedacht habe. Aber hier hat man eben das Problem, wenn die irgendwie seitlich aufkommt oder so, dann schleudert das meistens nur noch ein Löffel weg oder maximal 2 und ein Löffel ist dann halt Richtung Boden und da passiert nicht mehr ganz so viel. Das kann man halt nicht verhindern, außer man wirft die echt optimal. Kommen wir jetzt mal zum interessanten Teil und zwar, ob man diese Aqualino-Handgranate auch als Software-Handgranate benutzen kann. Das werden wir jetzt ausprobieren. Wir füllen die hier erstmal auf und auffüllen geht wirklich sehr einfach. Übrigens, im letzten Software-Handgranaten-Video wurde ich ein paar Mal gefragt, ob ich hier Bio-Software-Kugeln verwende. Und ja, natürlich, sonst würden die hier Ewigkeiten noch rumliegen in meinem Garten. Und das wäre wirklich sehr, sehr unpraktisch. Oh, da passen auf jeden Fall jede Menge Kugeln rein. Da passen wirklich jede Menge Kugeln rein. Ich bin mal gespannt, wie gut das jetzt funktionieren wird. Okay, das Teil ist voll. Machen wir hier den Deckel drauf und dann versuchen wir erstmal eine perfekte Slow-Motion-Aufnahme hinzubekommen, damit die Granate ihre volle Wirkung entfalten kann. Oh, das Ding wiegt jetzt auf jeden Fall ordentlich was. Ich bin gespannt. Lasst es uns tun. Okay, wir ziehen den Splint und jetzt heißt es sprengen. 3, 2, 1. Wow. Oh Mann, ich habe auf jeden Fall die volle Ladung abbekommen. Wir testen jetzt nochmal auf dem Boden und als nächstes dann an der Wand. Let's go! Ein ganz normaler Wurf. Boah. Oh Mann, das hat mich wieder voll erwischt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gerade überrascht, dass die Kugeln überhaupt so weit geflogen sind. Die sind auf jeden Fall so 5 Meter geflogen und auch gar nicht mal so langsam teilweise. Okay, kommen wir zum Wandtest. Das Ziel ist dieses Kreuz. Mal gucken, ob ich es treffen werde. Wir ziehen auf jeden Fall den Splint. 3, 2, 1, let's go. Uiuiuiuiui.
Gut, Freunde, ich bin wieder drin. Kommen wir zum Abschlussfazit der Aqualino Software Handgranate. Ich fange mal mit dem Negativen an. Was mir aufgefallen ist, die Handgranate hat auf jeden Fall keine 360-Grad-Wirkung. Das bedeutet, je nachdem, wie sie aufkommt, fliegen die Kugeln irgendwie nur in eine bestimmte Richtung, in einen Bereich. Die ganze Zeit war es in meine Richtung und in die andere Richtung so irgendwie gar nicht. Das bedeutet, wenn ich die so geworfen hätte, irgendwie im Gefecht oder so, hätte ich den Gegner nicht getroffen. Ja, zum Positiven, sie ist wirklich sehr günstig im Vergleich zu anderen Softwaregranaten. Wenn man sich jetzt hier mal die Gebrauchsspuren, die Abnutzungserscheinung anschaut, ist das wirklich sehr wenig. Also die ist schon recht stabil, der Kunststoff ist stabil. Die Kugeln fliegen weit genug meiner Meinung nach, also 5 Meter sind locker drin und teilweise fliegen die Kugeln auch recht schnell. Da war ich echt überrascht, dass die nur durch diese Federkraft so eine Geschwindigkeit erreichen, also echt mega krass. Und sie löst auch ziemlich gut aus, meiner Meinung nach. Ja, gut, Freunde. Das war's mit der Aqualino Handgranate. Mich würde auch eure Meinung dazu gerne interessieren. Ist auf jeden Fall ein nettes Spielzeug. Macht Spaß, damit zu werfen. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, falls ihr das noch nicht getan habt, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und ansonsten, hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen. Wir sehen uns morgen wieder, denn hier gibt es täglich Videos momentan. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hand. Peace.